Hallo und willkommen zum dritten Anleitungsvideo bei den Datenbanken in der Playlist Datenbanken, Datenbanksysteme. Wir haben uns sehr grundlegend schon angeschaut, was wollen wir unter Datenbanksystemen verstehen, welche Bedeutung hat der Datenbankentwurf. Es geht halt schlicht um einige ganz prinzipielle Herangehensweisen und wir schauen uns jetzt eine Möglichkeit, Datenbank-Zusammenhänge zu erstellen, zu designen hier einmal an. Das war natürlich grundverkehrt. Und da sind wir auch schon, kommen wir zunächst zu einer Definition. Was ist ein ERM? Ja, ein ERM ist klar ein Modell der Datenstrukturen in einem Problembereich. Also nehmen wir zum Beispiel mal ein kleines Reisebüro oder Fahrkartenautomaten oder auch zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem eines Betriebes, Kundenverwaltung bei einem Versandhändler und vieles andere mehr. Genaue Abbildung der Realität ist natürlich Voraussetzung dafür, dass es auch einen entsprechenden Zweck erfüllt. Ich hatte schon darauf hingewiesen, entscheidende Bestandteile sind einmal die Objekttypen. Hier ist klar gesagt, welche Eigenschaften sie erfüllen müssen. Die Beziehungen zwischen diesen Objekttypen und zu guter Letzt natürlich die Eigenschaften der Objekttypen. Und dann schauen wir auch gleich direkt hinein. Die Entities stellen wir als kleine Rechtecke da, hier kommen die Namen der Entities rein und die sind natürlich dann hier entsprechend in Beziehung mit anderen Entities darzustellen. Die Objekttypen selber haben natürlich Beziehungen zu den anderen Objekttypen. Wie stellen wir diese dar? Nun mit einer Raute in der Form, die eine Bezeichnung enthalten kann. Hier würden also Rechtecke rankommen. Wir schauen uns das gleich in einem praktischen Beispiel an. Und zu guter Letzt die Eigenschaften. Die dann noch kommen. Erstmal kommen noch die Beziehungen. Wie ermitteln wir, welche Beziehung hier zugeordnet wird? Nun, indem wir immer von einem Exemplar des einen Entities ausgehen und fragen, wie viele Exemplare der anderen, des anderen Objekttyps sind dem zugeordnet. Eine zu 1 Beziehung erhalten wir demzufolge, wenn einem Objekt der einen Menge ein Objekt der anderen Menge zugeordnet ist. Wenn zum Beispiel einem Vertrag genau ein Unterzeichner zugeordnet ist. Es gibt noch andere Beziehungstypen, die zu N-Beziehungen, zu viele Beziehungen auch genannt. Wenn also beispielsweise für die Zimmer eines Hauses mehrere Schlüssel existieren, dann habe ich für ein Zimmer viele Schlüssel, also ist das eine zu N-Beziehung. Also immer einem Exemplar der einen Menge sind wie viele Exemplare der anderen Menge zugeordnet. Und der Vollständigkeit halber müssen wir das Ganze natürlich noch rückwärts auch betrachten. Das heißt, einem Exemplar dieser Menge sind wie viele Elemente dieser Menge zugeordnet. Und dann erhalten wir hier praktisch unsere vollständigen Beziehungstypen, 1 zu 1 Beziehungen, 1 zu n Beziehungen oder n zu 1, 1 zu viele, viele zu 1 auch genannt und die etwas doch komplexeren viele zu viele Beziehungen oder m zu n Beziehungen. Gut, soviel zu den Relationships. Solche Beziehungen gibt es also. Wir schauen uns das, wie gesagt, noch in einem praktischen Beispiel zum Schluss dann an. Ja, kommen wir zu den Attributen. Sowohl die Objekttypen als auch die Beziehungen können durch Eigenschaften natürlich beschrieben werden. Die Eigenschaften werden zum Oval dargestellt mit der entsprechenden Bezeichnung, mit dem Namen der Eigenschaft.
Manche Eigenschaften haben eine besondere Bedeutung. Sie sind Primärschlüssel, das heißt, jede konkrete Eigenschaft darf für jedes Objekt nur genau einmal existieren. Das heißt, solche Eigenschaftsfelder können wir benutzen, um ganz bestimmte, genau bestimmte Objekte zu finden, weil jedes dieser Objekte in diesem Feld einen ganz eigenen Wert hat. Solche Primärschlüssel sind häufig Zahlen, also eine Schülernummer zum Beispiel, Personalnummer oder eben auch irgendeine Bezeichnung, zum Beispiel eine Lokbezeichnung, Zugbezeichnung, die nur genau zu dieser Lok gehört und zu keiner anderen, die also nicht zweimal in der Tabelle auftreten darf. Diese haben eine sehr hohe Bedeutung. Sie dienen uns nämlich dann dazu, auch die Relationen richtig darzustellen. So, da hätten wir das jetzt erstmal soweit von der Grundlage her erledigt. Und wir würden jetzt hier als nächstes uns dann einer ganz praktischen Aufgabe zuwenden, nämlich den Problembereich Schule einmal in einem solchen Entity-Relationship-Modell abzubilden.